Am nächsten Tag wird geliefert. Willkommen in der Burgsinn. Wir befinden uns im Augenblick auf dem Weg nach Würzburg, wo der Zugverband aufgeteilt wird, bevor es nach München weitergeht. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück in Train Sim World 3 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind heute wieder auf der deutschen Strecke Kassel-Würzburg unterwegs und erstmals im Güterverkehr und fahren mit einer, mit zwei Lokomotiven der Baureihe 185.2 von einem Güterzug von Burgsinn bis nach Würzburg. So, wir haben jetzt gerade noch die Zugsicherungssysteme hier eingeschalten. Wir wollen natürlich aber auch noch hier die AFB benutzen. Und dazu müssen wir, das ist bei den Lokomotiven auch ein bisschen AFB, schräg, da müssen wir aufstehen. Ansonsten kommen wir AFB, zumindest hier in der PC-Version nicht an diesen Schalter heran. So, und da kommt uns auch der Zug entgegen, der verantwortlich ist, dass das Signal hier noch Halt zeigt. Ein Nahverkehrszug, der jetzt hier gleich den Bahnhof Burgsinn passieren wird. Wir können uns ja mal noch mal ganz kurz hier umschauen. Also hier sehen wir erstmal unsere beiden Lokomotiven der Baureihe 185.2 in der Lackierung Velion Logistics. Ja, das sind die beiden Lokomotiven. Und dann haben wir ganz, ganz viele Containerwagen. Ich glaube sogar, dass diese Containerwagen hier neu im Spiel sind, soweit ich mich erinnern kann. Und hier sehen wir auch die Station Burgsinn. Denn wir befinden uns jetzt hier nämlich erst einmal auf der Altbaustrecke, wo auch gerade dieser Zug Einfahrt hat. Wir können hier aber leider keine Fahrplanfahrten machen. Aber vielleicht lässt sich ja hier ein kleines Szenario bauen. Das habe ich noch nicht geprüft. Also so ein kleines über den Szenarioplaner. Da weiß ich aber nicht, ob dieser Bereich anwählbar ist. Wir springen mal wieder zurück in unseren Führerstand. Ich zeige euch das nochmal auf dem Streckenmonitor. Hier sehen wir die Station Burgsinn. Und hier weiter nördlich sind sogar auch noch zwei Bahnhöfe zumindest. Das müsste dann Mittelsinn und Obersinn sein. Zumindest auch markiert. So, wir werden jetzt, wie gesagt, hier von der alten Strecke erstmal hier auf die Schnellfahrstrecke wechseln. So, also, wir sind abfahrbereit. Lösen die Bremse in unserer Lokomotive. Lösen die Bremse und dann, ja, kann es, würde ich sagen, losgehen. Und hier müssen wir richtig Schwung holen mit zwei Lokomotiven und so schweren Containern. Da müssen wir schon gucken, dass wir richtig erstmal Schwung holen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Aber ihr seht, das dauert ja auch ein bisschen. Die Lok hat auf jeden Fall schon Energie. So, wir müssen das auf jeden Fall lassen wir aus. Die Führerstandsbeleuchtung ist jetzt besser, gerade bei so einer Nachtfahrt. Wir haben ja auch noch gar nicht mal so viele lange Nachtfahrten gemacht oder allgemeine Nachtfahrten. Also das hier soll angeblich bis 40 Minuten dauern, dieses Szenario. Aber ihr seht, der Zug braucht echt ein bisschen, um hier in die Gänge zu kommen. So, Richtungswinter ist doch vorwärts. Jetzt geht's langsam los. Also ihr seht, die Lokomotiven brauchen hier wirklich Schwung. So, also, dann werden wir entsprechend erst einmal... wir fahren natürlich hier im PZB-Modus M, mittlere Zugpriorität. Also heißt das für uns Überwachungsgeschwindigkeit 70 km/h. Aber wir werden das meiste ohnehin den meisten Teil dieser Fahrt auf der Schnellfahrstrecke ohnehin mit der LZB unterwegs sein. Das funktioniert nämlich hier auch im Güterverkehr, aber wir haben natürlich da eine deutlich geringere Höchstgeschwindigkeit, nämlich da haben wir nur 120 Stundenkilometer. Ja, und das ist halt wirklich so, dass nachts auf dieser Strecke, wir machen mal das Spitzenlicht auf hell, so, das ist nämlich wirklich dort so, dass da nachts auch Güterzüge verkehren, wenn nicht mehr so viele ICE unterwegs sind. Und das ist halt, glaube ich, sogar die einzige Schnellfahrstrecke aktuell, wo nachts Güterzüge unterwegs sind. Das hat aber technische Hintergründe. Auf der Strecke ist das halt so, zwischen Kassel und Würzburg, dass dort die Begegnungen von Güterzügen in den Tunnel, das muss technisch ausgeschlossen sein. Genauso, dass ein ICE im Tunnel einem Güterzug begegnet. Und diese Vorrichtung ist halt so auf dieser Strecke. Auf den anderen neueren Schnellfahrstrecken, wie jetzt hier München-Nürnberg oder Frankfurt-Köln ist das beispielsweise nicht. Und München-Nürnberg würde, glaube ich, soweit ich das weiß, auch gar nicht. Da sind ja die Steigungen dann schon wieder zu krass, dass das ohnehin schwierig wäre für die Güterzüge. Ja. Ihr seht es also, die älteren Strecken meistens immer die besten von der Vorrichtung her. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt für uns in einer, ja, denke ich mal, lauen Herbst-Nacht, Sommernacht in Richtung Würzburg. Wie gesagt, wir werden, das ist ja in etwa das, ein, wie
vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel der eigentlichen Strecke, was wir jetzt hier zurücklegen. Und trotzdem, ja, trotzdem ein Viertel ist es, genau. Und trotzdem werden wir hier gut 40 Minuten brauchen, weil wir eben nicht so schnell fahren dürfen. Lassen den Zug mal hier vorbeisausen. Es dürfte auch sehr interessant werden, in Würzburg dann rechtzeitig zu bremsen. Und ihr seht es halt, wie gesagt, ist natürlich jetzt alles ein bisschen, ja, dunkel, aber... So, und jetzt hat sich hier schon die LZB gemeldet. Das heißt, wir können das Ganze hier vorwählen. Ach Quatsch, jetzt haben wir schon auf 100 vorgewählt. Hat mir auch jemand von euch geschrieben, seht ihr, das hat mir auch jemand von euch geschrieben, dass wir die AfB also theoretisch auch weiter vorstellen könnten und die LZB kümmert sich dann. Das stimmt, aber ich stelle mir das dann lieber gleich so ein, wie es halt wirklich auch ist. So, jetzt geht es erstmal wieder runter mit der Beschleunigung, denn wir haben ja die Höchstgeschwindigkeit hier schon erreicht. Wie gesagt, maximal 120 dürfen wir erfahren. Und jetzt sind wir auch schon auf der Schnellfahrstrecke. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, an diesem Betriebsbahnhof von Burgsinn, wo es eben diese Überleitstelle auf die Altbaustrecke Richtung Flieden, Schlüchtern und dann eben weiter Richtung Fulda gibt. Ansonsten ist es hier wohl sogar so in diesem Spiel, dass sogar wohl der Bahnhof Lohr dabei ist. Hat mir jetzt neulich, jetzt gestern glaube ich, erst jemand erzählt, dass sogar Lohr angefahren werden kann. Das können wir uns ja nochmal im Streckenmonitor anschauen. Der Bahnhof Lohr, die Stadt... Nee, die ist... Also zumindest offiziell ist er nicht anfahrbar. Er ist wohl verbaut. Also hier haben wir jetzt die Nantenbacher Kurve und hier würde dann in diesem Bereich Lohr liegen. Und ich bin persönlich ja sehr gespannt, ob es vielleicht dann doch nochmal so eine Art Extension oder sowas gibt, dass mal, dass diese Strecken, mein Spessartbahn, das ist ja die Strecke von Gemünden nach Aschaffenburg, mit dieser Strecke verbunden wird, dass zum Beispiel eben auch nach Aschaffenburg gefahren werden kann. Und sehr interessant wäre natürlich vor allem, wenn man dann dieses letzte Teilstück Gemünden-Würzburg noch baut, wobei man ja diesen riesengroßen Rangierbahnhof Würzburg-Zell dann eben bauen müsste. Der ist ja hier nur angedeutet, aber... als Objekt, also das ist ja so die erste bzw. letzte große Brücke vor Würzburg, wo man dann unten diesen großen Rangierbahnhof sieht, der, wo aber die Gleise, soweit ich das beurteilen kann, eben als Objekte dargestellt sind und nicht als als Objekte dargestellt und nicht als Gleise, was ja wiederum dagegen spricht. So, 39 Kilometer haben wir jetzt hier zu absolvieren, das heißt, hier müssen wir schon noch ordentlich Das heißt, es ist ein ordentliches Teilstück, das heißt schon eine gute halbe Stunde sowas dauert das dann, ja nicht ganz. Aber vor Würzburg dürfen wir natürlich wahrscheinlich auch noch nicht so schnell in den Bahnhof einfahren. So, ja, nachts auf der Schnellfahrstrecke mit geringer Geschwindigkeit ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Und jetzt, ihr seht, jetzt holt unser Zug auch ordentlich Schwung. Das hängt aber auch damit zusammen, hier geht es gerade relativ steil bergab und da... können wir vielleicht einen Teil auch ohne Streckenmonitor fahren. Ja, also, das ist zumindest heute so die Aufgabe. Wie gesagt, ich hatte euch ja gesagt, wir machen auf jeden Fall mal eine Güterzugfahrt und das ist auch wieder eines der sieben Szenarien, die hier mitgeliefert werden. Die Szenarien klingen alle irgendwie sehr interessant. Es gibt aber auch deutlich lange Szenarien, wo man wirklich jetzt anderthalb Stunden unterwegs ist mit dem Güterzug von einem Ende zum anderen und dann eben auch noch von ICEs überholt wird unterwegs. Das gibt es auch. Hier kommt es ein ICE 3 entgegen, um die Uhrzeit jetzt aber auch nichts Seltenes, denn es ist jetzt erst 23:45 am Abend, also das ist jetzt auch nicht allzu spät. So, hier könnte man zum Beispiel überlegen, ob man die Beschleunigung hier mal zurücknimmt und den Zug einfach rollen lässt, solange das Ganze hier eben bergab geht. Aber nee, rollen, nee, jetzt geht es nämlich wieder bergauf, das ist nämlich das Ganze. Ich weiß nicht, ob man das dann wirklich komplett auf Aus zurücksetzt. Wie gesagt, ich bin im Vorbild kein Lokführer. Was ihr aber bestimmt schon gehört habt, das neue Headset ist da. Die anderen beiden Videos, das war, die wurden ja mit meinem uralt Headset aufgenommen, weil das andere Headset, was ich sonst immer verwende, sich dann verabschiedet hatte wegen dem Kabelbruch. Verabschiedet in dem Sinne, das Mikro hat wohl noch funktioniert, aber ich konnte über das Headset nur kaum noch was hören. Und habe mir das baugleich eben nochmal vorbestellt, also Logitech G432 nehme ich hier zum Aufnehmen und ja, also ist angekommen und ich hoffe, die Qualität gefällt euch jetzt auch besser. Ich meine, bei der anderen Qualität hat jetzt auch niemand was dagegen gesagt, soweit ich das da beurteilen kann. Und ja, ist auf jeden Fall da, also ging extrem schnell, finde ich mittlerweile erstaunlich.
weil wir ja gerade einen Postzug fahren, also das ist quasi Post, die am nächsten Tag ausgeliefert wird, und so war es bei mir auch. Ich habe am Abends um 8, kurz vor 20 Uhr, das Headset bestellt. Es ist am nächsten Tag, am Nachmittag gekommen. Das ist Wahnsinn, wie sich das mittlerweile, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie sich sowas eigentlich in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Das muss man echt auch mal dazu sagen, dass die das ist einfach, ich weiß nicht, also es ist einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, früher war das ja so, da hat man ja über Kataloge bestellt, also vielleicht kennt der ein oder das andere noch, die hier Quelle zum Beispiel und so weiter, aber andererseits, ja, muss man auch mal, da hast du mindestens 2 Tage gewartet, bis dein Produkt da ist, aber auch nur, wenn es werktags, Montag bis Freitag war, da zählte, glaube ich, das Samstag noch nicht so als Werktag. Und ja, und heute bestellst du es am Abend und hast es am nächsten Tag schon. Das ist schon der Wahnsinn. Also früher waren es mindestens 2 Tage, manchmal sogar noch ein bisschen länger. Das hat sich da echt schon sehr beeindruckend weiterentwickelt mit Lieferung zum nächsten Tag und so weiter. Das hat man sich früher natürlich als Kind mal gewünscht, wenn man sich da irgendwas haben wollte. Die Eltern haben es bestellt, dann musstest du 2 Tage warten, dann war es Wochenende noch dazwischen, dann hat es noch länger gedauert, weil Samstag war immer so, es konnte kommen, konnte aber auch nicht kommen. Und ja, heute geht es von einem auf dem anderen Tag. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das gibt es auch, glaube ich, noch gar nicht so lange. Es gibt es auch schon länger in diesen 24-Stunden-Lieferung, diese garantierte. Hat aber lange Zeit richtig viel Geld extra gekostet. Glaube ich, dann dieser Overnight Express, wisst ihr, was ich da meine? Das hat dann glaube ich, lange Zeit mal 10 oder 13 Euro mehr gekostet. Aber mittlerweile ist das bei einigen Versandhäusern dann einfach, wenn ihr im Internet bestellt, dann einfach auch schon mit drin. So, jetzt muss der Zug wieder hier den Berg hochklettern und schon verliert er an Geschwindigkeit. Da seht ihr mal, wie schwer unser Zug eigentlich ist. Natürlich heute aktuell nicht so viel zu sehen, da es ja eine Fahrt bei Nacht ist, aber im nächsten Video wird es da wieder etwas mehr zu sehen geben. Natürlich werden wir beim nächsten Mal dann definitiv aber erstmal auf einer anderen Strecke unterwegs sein, aber so am meisten fasziniert mich gerade diese deutsche Strecke. Ich habe mir natürlich in die anderen schon mal reingeschaut, aber am meisten ist natürlich die deutsche Strecke die, wo sich auch die meisten auch am, wenn man das so liest, wurde sich ja so am meisten auch über diese Strecke gefreut. Und ja, das Feedback aber allgemein zu Trains in World 3, das Spiel wird ja offiziell erst morgen am 6. September ja offiziell released. Also alle diejenigen, die jetzt schon spielen, die haben das ja dann per Pre-Order vorbestellt. Also das geht ja mit der Standard oder mit der Deluxe Edition, dass das Spiel eben ab dem 2. September schon gespielt werden konnte. Aber der offizielle Release ist erst morgen am 6. September. Dann werden auch die alten DLCs spielbar werden. Außerdem dann sind dann auch die Starter-Editionen für Train erhältlich, die ja noch ein bisschen preiswerter sind. Und ja, mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich bin sehr gespannt auf die alten DLCs und was und wie das Ganze dann entsprechend läuft. Und ja. So, wir sausen jetzt also gemütlich hier von einem Tunnel durch den nächsten. Hier sind wir wieder aus dem Tunnel hinausgekommen, aber hier ist, wie gesagt, habt ihr es auch gesehen, bei der zweiten Lokomotive sind auch die Spitzenlichter an. Ich glaube, das kann ich euch ja nochmal zeigen. Genau, das kann ich euch ja nochmal zeigen. Das soll nämlich eigentlich wahrscheinlich nicht so sein, dass die zweite Lokomotive, ihr seht es hier, die zweite Lokomotive die Spitzenlichter an hat. Das soll bestimmt... Naja, aber das wird wahrscheinlich noch behoben werden. So. Aber jetzt wieder zurück in unseren Zug. Ist auch ein bisschen schade. Ach halt, hier haben wir die Stufe. Müssen wir jetzt wieder hier zurück. Ich zoome jetzt mal zurück. Ihr seht ja mal, wie lang unser Güterzug ist. Und diese ganze Kollisionsabfrage hier, die hat man jetzt auch beseitigt bei den Kameraperspektiven. Das ist auch eine tolle Sache auf jeden Fall. Hier sehen wir auch diese neuen Funken, wenn wir die Stromabnehmer, also die Pantographen da oben haben. Habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen, dass das dann eben auch so blitzt. Das ist auch neu in Trains in World 3. Finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schöne Effekte. So, aber jetzt wirklich wieder zurück in den Führerstand. Immer noch 27 Kilometer, das heißt ein gutes, fast ein Drittel unserer Fahrt haben wir schon geschafft. So, jetzt können wir aber die Beschleunigung hier mal so ein bisschen wieder zurücknehmen. Ich sage, wie weit nehmen wir das zurück?
Aber ein bisschen beschleunigen müssen wir schon, weil die Strecke ja bergauf und bergab geht. Ja, das erste deutsche DLC, das steht ja auch schon in den Stadtlöchern. Die Niddertalbahn, auch da sehr gespannt, ob die jetzt in der September Roadmap offiziell schon mit angekündigt wird. Also geleakt wurde ja diese Strecke schon vor ein, zwei Wochen. Und auch sehr interessant, was könnte denn in der neuen Roadmap stehen von Trains in World 3? Denn im Prinzip wurde ja jetzt schon ein Artikel veröffentlicht, der ja schon sehr ähnlich wie die Roadmap aussieht, was da alles schon gemacht wurde am Spiel und was noch zu machen ist. Wo man sagt, okay, das könnte glatt schon die neue Roadmap sein. Ich glaube, dass sich da nicht mehr so viel verändern wird. Ja, ansonsten, ja, sausen wir jetzt gemütlich weiter in Richtung Würzburg. Jetzt hier, glaube ich, die Zufahrt von der Nantenbacher Kurve, wo eben die ICE von Frankfurt am Main sich auch auf diese Strecke hier einfädeln und entsprechend dieses kurze Stück vorbei an Gemünden, vorbei an Würzburg-Zell eben über die Schnellfahrstrecke fahren. Die Strecke Nürnberg-Frankfurt, die gab es ja damals mal für den Microsoft Train Simulator, kann ich mich auch dran erinnern. Da war auch dieses kurze Stück Schnellfahrstrecke hier mit da enthalten. So, jetzt haben wir direkt flache Strecke. Sehr schön, 24 Kilometer sind es aber noch zu absolvieren, bis wir dann in Würzburg ankommen. Ja, und dann können wir ja mal gucken, ob wir dann das nächste Mal in die USA gehen und mal einen Blick auf diese, auf diesen Cajun-Pass werfen oder mal auf Southeastern Highspeed mal vorbeischauen und dort auch mal eine Fahrt machen. Aber ich denke, es wird dann erstmal kurz auf den Cajun-Pass gehen. Und ich werde natürlich gucken, da wo es von der Zeit her einfach auch passt, eben die entsprechenden Szenarien spielen. Ist ja immer so ein bisschen eine Geschichte bei den Szenarien, wo passt das zeitlich ganz gut. Zum Beispiel so eine komplette Fahrt über den Cajun-Pass in einem einzigen Video, das ist dann schon doch sehr lang. Wenn man das machen möchte, das würde ja auch die 2-3 Stunden sowas dauern. Genauso dauert es ja hier auch von Würzburg, deswegen hatte ich das letzte Video ja geteilt. Von Würzburg nach Fulda und beziehungsweise umgekehrt. Das dauert ja auch mit dem ICE, selbst mit dem ICE fast eine Stunde. So, hier durchqueren wir auch wieder. Ja, es ist aber auch mal interessant, eine Schnellfahrstrecke so mit solchen Geschwindigkeiten zu passieren. Auf jeden Fall auch mal was anderes. So, jetzt geht es hier bergauf und zack, verliert der Zug an Geschwindigkeit. Könnte man natürlich mal, ja, könnte man sich sonst auch noch mal ein bisschen in unserer Lokomotive hier umschauen. Ist natürlich jetzt nachts allgemein jetzt aktuell nicht so viel zu erkennen. Ich glaube, Führerstandsbeleuchtung, die ist doch... Okay, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Ich habe jetzt nur die Taste L für diese Führerstandsbeleuchtung gedrückt. Und in dem Moment ist mir das um die Ohren geflogen. Was ist jetzt hier passiert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Also ich kann es gerade nicht verstehen. Also irgendwie... aber die Taste habe ich vorhin ja auch gedrückt, also daran kann es normalerweise nicht liegen. Wir haben da auch leider keinen Speicherpunkt, also wir waren auch nicht zu schnell. Dank der LZB, also ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert ist. Ist euch das auch so in diesem Szenario gegangen oder habe ich jetzt hier was falsch gemacht? Also ich habe wirklich nur Taste L für, wie gesagt, Führerstandsbeleuchtung gedrückt, weil ich hier nochmal einschalten wollte. Okay, ja, dann sehr, sehr schade. Also keine Ahnung, was jetzt hier vorgefallen ist oder passiert ist. Weiß ich nicht, also irgendwie... etwas kurios. Naja, dann danke ich euch aber trotzdem erstmal bis hierhin fürs Zuschauen und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder in einem anderen Szenario oder einer anderen Fahrt. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Jetzt sind wir auf jeden Fall trotzdem mal Güterzug gefahren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Felix, der Weise.